So, jetzt aber. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ja, wir starten hier direkt wieder bei dem Ende der letzten Mission, weil wir wissen ja nicht, ob wir jetzt vielleicht irgendwie eine Zwischensequenz und was ist das? Das eine? Nee, ne? Lege ein Eine Pfad. was? Oh, ich konnte das jetzt so schnell gar nicht mehr lesen wieder. Lege ein Pfad. Was stand da? Kannst du das lesen? Achso, ne, ich hatte an. Ne, das sind ja nur so Tipps so. Ich hatte Ja, aber die sind so einen schnell weg, Tipp ey. mit. Ja, weil das so schnell lädt. Das ist ein bisschen. Ja. Ach, wir müssen uns mal einen Ich hatte nur schlechteren so einen Rechner kaufen. Tipp gehabt bezüglich der Wachen, dass wenn diese Ammer halt entdeckt worden ist, dass sie wachsamer sind. Ah ja, okay. So. Aragami-san und ich werden jetzt hier weitermachen. Also ich hoffe mal, dass das ein bisschen länger geht, die Runden jetzt, dass das Tutorial-mäßig jetzt nur kürzer war. Oh, okay, Sequenz. Nette witzig, ja? Ja, vor allen Dingen so der Satz von ihm: Ich bin froh, dass du es mir inzwischen erzählt hast. So, hä? Als würden die sich jetzt schon ewig kennen. Inzwischen so? Also, naja, gut. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, gut. Kann ja sein, dass es ein bisschen doof übersetzt ist. So. Drücke F. Warum passiert nichts? Achso, ich muss halten. Genau, halt. Einfach. Ah, ja, okay, stimmt. Tatsächlich Fähigkeitspunkte. Finde Schriftrollen, um mehr über die Vergangenheit zu erfahren und Aragamis ganze Macht zu entfesseln. Öffne den Fähigkeitenbildschirm mit F1 und vergib Fähigkeitspunkte für neue Schattentechniken und Verbesserungen. Okay, dann gucken wir uns, glaube ich, mal eben an, Jo, ne? Das F1. haben wir ja schon. Ah, okay, hier. Offensive und Defensive. War schon richtig, dass es dann doch. Ah, Fernkampf. Ah, cool, okay. Fernkampf gibt es also auch. Das ist schon mal gut. Ja, kann man ja auch Okay. eigentlich gucken, dass wir vielleicht beide was anderes nehmen dann, ne? Naja, können wir gleich nochmal gucken. Ja, mal gucken. Wir können ja jetzt eh nur das eine hier freischalten, ne? Ziele auf eine beleuchtete Fläche, um Schatten zu werfen. Kosten 2, du hast 1. Ach so, man muss dann Schriftrollen finden, um die dann aufzuwerten. Okay. Ja. Ferner kosten eh alle. Steht dann auch, ziele auf eine Oberfläche und halte Left Button, um einen Schattenpfad zu erschaffen. Erschaffe Schatten, um dich unbemerkt zu bewegen oder zu vorher beleuchteten Oberflächen zu springen. So. Jo, nehmen wir. Hört sich gut an. Was mir nur aufgefallen, also ich weiß jetzt nicht, weil ich hatte nämlich vorhin diesen Schattensprung angemacht, also so mit Rechtsklick aktiviert, aber ich konnte das nicht deaktivieren. Also ich wusste nicht, ach, guck mal hier. Hier mache ich dann so den Schatten. Okay. Ich habe es jetzt gerade mal ausprobiert. Ja, müssen wir ja eh hier einmal so. Einmal kurz aufladen. Ups. Ich weiß, das ist so ein bisschen komisch, ne? Wenn man hier so steht, dann kann ich den Schattensprung irgendwie nicht so ganz machen. Wieso? Hä, was? Habe ich doch Schatten, gerade auch Schatten. gemacht. Ach so. Hä, Also machst den was? Schatten und dann drückst du einfach wieder rechts. Und dann portiert er sich dahin. Muss natürlich vorher machen, bevor der Schatten halt wieder weg ist, so, ne? Klar. Ach so, okay. Ach, deswegen hat das vorhin auch nicht funktioniert, so bei dem anderen, bei der Wache da, weil ich keinen Schatten dort hatte. Erschaffe Schatten und spring dann in sie hinein. So kommst du wahrscheinlich überall hin. Ja. Ah, ich habe einen Moment, ich Sehen. muss mal kurz aufladen.
Oder er, entlädt sich aber ganz schön schnell, ne? Ja, finde ich auch. Weiß nicht, ob man das noch erweitern kann, dass man dann weniger... Ich dachte schon, sie wäre jetzt gerade im Feind. Wer ist so angekommen, dass du dann... Achso, dass du uns weiterhelfen kann? Okay. Aber sieht schön gemacht aus, wie so ein Anime-Charakter. Guckt doch immer so ein bisschen böse, ne? Scheinbar hat es mit der Magie zu tun, mit der sie Falle gelockt haben, muss es finden, okay. Kannst du mir auch Master nennen, oder? Keine Ahnung. Ich habe die beste Aussicht hier wieder. Nenn mich sexy. Genau. Okay, sexy. Okay, fertig mit Rinja, ne? Ich nenne sie sehr sexy. Rinja. Oh, laufen die schon hin? Ich gebe dir Fingerzeichen. Was? Genau. Okay, mal gucken, wie weit der läuft. Vielleicht. Ah, ne, ich glaube, der läuft nur bis da hinten zum Tor, ne? Okay, der hat mich schon gesehen. Hat er dich entdeckt? Ich wollte gerade sagen, wieso hat er denn so ein Fragezeichen über dem Kopf? Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Oh. Jetzt trau ich mich nicht dahin, weil von links gerade auch einer kommt. Alter, ich komme da um. Nicht umdrehen. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt wird's knapp, ey. Okay. Okay, den hole ich mir jetzt auch. Wir laufen mal links lang. Oh, der hat mich gesehen. Alter! Hat er mich gesehen? Voll die Magic raus. Nein, okay. Ich bin kacke. Alter! Wie die alle direkt hinter dir her sind. Oh, die haben mich voll. Alter, die haben mich voll. Konntest du nicht mehr wegrennen? Hättest du dich nicht irgendwo hinporten können oder so? Ja, ich war jetzt so ein bisschen panisch. Ich wusste jetzt nicht, wie ich am besten entkommen kann. Deswegen, die haben mich einmal erwischt, so jetzt mit dem Licht, so, und da war ich direkt weg gewesen. Ich war direkt Scheiße, weg, jetzt sind die hier voll auf Krawall gebürstet. Der geht sogar nach oben da gerade. Was soll denn das? Ja, die suchen jetzt wahrscheinlich dich. Wo ist komisch. Wollen die denn wissen, dass wir zu zweit sind? Ja, eigentlich schon, ne? Hast du mich jetzt kurz vor deinem Tod noch röchelnd verraten? Mhm. Nimmt sie! Und dann haben sie den Kopf abgeschlagen. Scheiße, jetzt muss ich natürlich eben warten. Ja, wir wissen auch nicht, also ich sehe auch deinen Totenkopf. Mal gucken, wenn ich gleich da hingehe. Nur das Problem ist, der läuft, ich weiß nicht, siehst du das ja, ne? Ja, ich sehe deinen, Ja. Der läuft ja, genau da die ganze Zeit an deiner Leiche rum, der Sack, ey. Ja, da ist ja alle voll auf, Oh, oh. Das Problem ist, da ist nicht meine Leiche. Also ich bin einfach verpufft so halt, ne? Wie Schatten in dem Moment. Ja. Wie Puffreis. Warte einfach. Ja, toll, jetzt habe ich Hunger drauf, ey. Ja, ich glaube, da ist das aber auch ein bisschen doof, ne? Dass man sich irgendwie nicht vielleicht zumindest einmal respawnen kann, so, weil ansonsten kann ich nur, glaube ich, wiederkommen, wenn du tot bist. Ja, ich frage mich jetzt auch gerade, ob die überhaupt irgendwann mal nicht mehr im Alarmmodus sind, weil die laufen jetzt die ganze Zeit hier mit gezückten Schwertern rum, ne? Ja, das weiß ich auch nicht. Da stand halt nur, dass sie halt aufmerksamer werden, aber ob es auch mit der Zeit weggeht, so, das weiß ich nicht. Okay, dann laufe ich einfach mal hier lang, weil die ja die ganze Zeit da hinten rumgammeln. Aber das ist auch ein bisschen komisch so gewesen, weil ich wollte da oben eigentlich auf den Torbogen, aber irgendwie hat es nicht richtig hingehauen. Ich habe die ganze Zeit so hin und her mit der Maus, aber es hat nicht so ganz geklappt. Boah, aber die sehen einen echt schnell, so, wenn du nicht im Schatten bist, also... Vor allen Dingen auch die da hinten jetzt hier vorne sind auch das voll... Alle, ne? Alle, ja. Da hinten auch der, die sind jetzt alle in der Alarmbereitschaft, das ist voll übel. Alle Zehnlinge. Du hast keinen Bock, die ja alle allein zu machen. Vor allem, wenn die alle in der Alarmbereitschaft sind. Oh. Oh, guck dir mal an, wie viele hier rumlaufen. Sind die bescheuert? Alter, wie viele? Das ist doch bestimmt irgendwie so an die 20 wahrscheinlich insgesamt. Schade, ich dachte, der kommt jetzt weiter hier hin. Warte mal, mit dem kann ich mir... Die bleiben aber auch nicht mehr stehen, ne? Oh, der hat dich. Geh weg. Okay, das war... Okay, so nah merken wir ja. Ja, ich wollte gerade sagen, ich war jetzt auch ganz im Schatten. Oh, scheiße.
guckt er mit seinem Laserschwert hier an. Aber warum hat das bei mir vorher nicht so gut geklappt, ey? Kam die ganze Zeit nicht drauf. Ja, guck mal, hier oben verfolgt er mich jetzt auch nicht mehr. Ich vermute mal, dass die später auch Bögen haben. Würde ich jetzt echt mal sagen. Pass auf, ich lass mich jetzt mal eben töten. Das ist ja Quatsch jetzt hier, ne? Ich lauf mal eben zu denen hin. Auf jeden Fall werden die Bögen haben, weil man wird ja selber auch so Shuriken oder sowas haben. Ja. Oder ein Kunai stand da, genau. Ein Kunai wird man haben. Bei denen können wir uns jetzt noch oben verstecken und ich glaube, später geht das nicht mehr. Dann werden die bestimmt irgendwie Armbrust und keine Ahnung was haben. Ich dachte schon gerade, die Welt sind immer noch in Alarmbereitschaft, dass das bleibt, also dass die ganze Zeit so bleibt. Ja. Boah, das wäre... Sagen wir so zusammen oder so, getrennt, so rechts, einer rechts und einer links, so die Seite versuchen zu klären, oder wie sollen wir das machen am besten jetzt? Ist ja ein bisschen schwieriger jetzt als beim ersten Kapitel. Ja, das stimmt. Naja, können wir von mir so machen. Ja, was denn? Ich guck nur... Achso. Das ist eine super Anweisung. Ja, machen wir so. Ja, von mir kannst du rechts und ich gehe links. Ich guck nur gerade, ich weiß echt gerade nicht den passenden Moment, irgendwie runterzugehen. Weil immer irgendein Spacko von denen da langläufst, ey. Okay, jetzt der läuft jetzt gerade da. Hart. Ja, jetzt kommt der von da hinten nämlich. Kannst du nicht links runterspringen, so wie ich das gemacht habe? Ja, weiß nicht, kann man da springen? Kannst einfach runter, runterlaufen einfach. Also ich bin jetzt nicht gesprungen, richtig, sondern... Ja, hier kann ich nicht runterlaufen, weil hier ist ja so eine Erhebung. Kann hier nicht runterlaufen. Warte mal, der ist jetzt weg. Oh, jetzt kommt der wieder von links, ey. Das kann doch nicht sein. Okay. Ah, okay, da kommt er. Okay, den könnte ich hier platt machen, weil da läuft keiner außer der. Okay, der läuft jetzt da und ich glaube, dann ist der links gelaufen. Genau. So. Warten wir eben, bis der da rum ist. Da steht einer, den habe ich nicht gesehen. Fuck. Boah, hier muss man. Das ist das zweite Kapitel und das. Aber was mir aufgefallen ist, beim Einzelspieler konnte man Schwierigkeitsmodus aussuchen. Hier nicht. Ja, den anderen, den will ich gerade auch hier. Okay, einen habe ich. Und zwar der, der links vorne halt so patrouilliert. Mhm. Der ist schon mal weg. Hab ich gerade auch gesehen. So, dann haben wir da einen. Der läuft da runter. Dann kann man den in dem Moment ziemlich gut kriegen. Boah, man ist langsamer, als man glaubt. Ich habe immer das Gefühl, schneller zu laufen. Oh, der hat die Leiche gefunden. Kann man die Leichen eigentlich verstecken? So, ja, ist die Frage, ne? Metal Gear? Weil der sucht mich nämlich jetzt. Oh, fuck, und ich bin hier genau... Zwei. Alter, nein! Nein, jetzt kommen die genau zu mir! Die kommen auf dich zu! Okay, warte, ich komme, ich versuche dir zu helfen. Okay, jetzt läuft der da lang. Ninja. Okay, ich glaube, der gibt jetzt auf, ne? Der hat irgendwie gerade so eine Geste gemacht von wegen, oh, Shitty, ich habe ihn nicht gefunden. Ja, der läuft wieder normal. Okay, wenn die Leiche finden und dann keinen finden, dann... Nein, da ist ja einer. Ja, der sieht dich aber nicht. Der hat mich gar nicht gesehen. Nö. Aber die Leichen kann man nicht verstecken. Das ist irgendwie ein bisschen doof gemacht. Ja, das... Weil wenn die dann... weiß ich nicht. So, Junge. Der dürfte mich hier oben noch nicht sehen, oder? Den hole ich mir jetzt gleich. Das fühlt sich schon ein bisschen cool, wenn man so ein Ninja ist und dann hier so rum... meuchelt. Stalkt. Also das Stalken findest du cool. Ja, du findest das Murcheln cool oder was? Was sind jetzt hier schlimmer? Also, ich bin kein komischer Vogel. Oh, der ist Scheiße, der sieht mich doch hier oben. Ja, da oben kann. Ja, komm her, Junge. Beispiel, komm her. Hat man mich auch so leicht gesehen. Alter, der hat seinen Horn of Gondor. Horn of Gondor, genau. Wo läuft der hin, Alter? Der sieht mich hier oben und jetzt läuft der da unten rum so. Wo ist der? Okay, die KI ist jetzt nicht die beste. Alter, wo willst du hin? Hier, hallo. Ich bin hier oben, hallo. Ist ja bescheuert. Komm doch mal hier hin, damit ich dich von oben bitte meucheln kann.
Ich habe keinen Bock runterzukommen. Vor allem, die geben einen einem Schlag, dann bist du direkt down, ey. Was ist los? Geh doch nicht runter jetzt. Hallo, komm mal zum Tor, bitte. Ja, näher. Noch ein Stückchen. Warm, warm. Wärmer. Reicht von hier aus? Ja! Okay, ciao. Aua! Aua. Ich konnte nicht mal wegrennen. Ich konnte nicht mal wegrennen. Tot? Ja. Ja, das Problem ist, die geben einen ja wirklich einen Schlag, ne? Und dann bist du direkt fertig. Und da waren ja zwei und ich wollte den einen, der war jetzt genau am Torbogen. Dann wollte ich eigentlich wegrennen, mich im Schatten aufladen und wieder auf den Torbogen rauf. Aber ich konnte, der hat mich jetzt so schnell getötet, ich konnte nicht wegrennen. Ja, das ist das, was ich vorhin auch meinte, so, das ist ein bisschen scheiße. Oh, Mann, das ist hart, ey. Fürs zweite Level ist das echt hart, ey. Wie kann ich das denn abbrechen hier, wenn ich jetzt die rechte Maustaste gedrückt halte? Das ist irgendwie immer ein bisschen mies. Egal, ich mache halt so. Ja, ist doof. Vor allem, wenn man so, wenn der andere relativ schnell stirbt, so, ne? Und man dann selber sich töten lassen soll, damit das besser geht. Aber auf einer ist das dann ein bisschen gefaked, so, wenn man jetzt jedes Mal auch abkackt, ne? So, also sich töten lässt. Ja. Nein, du siehst mich nicht. Wie viele sind das denn jetzt noch? Drei habe ich jetzt gesehen, ne? Da ist noch einer und da. Ich glaube, also das drei. Sind schon noch so fünf Stück mindestens. Also ich weiß nicht, wie das da hinten aussieht. Da waren wir ja noch gar nicht. Hier dass ist noch man einer. Eigentlich respawnen kann, ey. Müssen wir gleich nochmal gucken. Aber ich meine, das hätte das Spiel ja dann eigentlich erklärt, ne, wenn es das geben würde. Gehe ich mal von aus. Zumindest, oder selbsterklärend, wenn man zur Leiche hingehen könnte, ne? Hm. Er wird sich echt ein bisschen vorsichtiger noch spielen. Wahrscheinlich da hinten. Ich wollte gerade sagen, wie kann mich denn da jetzt einer gesehen haben? Also einer läuft da, genau, da links. Wäre gut, wenn der sagen, wenn er irgendwie so ein Zeichen geben würde, wenn die Gegend geklärt wäre, so, ne? Ach du Scheiße, ja. Sind da noch drei. Drei, ne? Da sind jetzt alle weg. Ja, ich sehe jetzt drei, ja. Alter, egal. Ich gehe hier, ich mach dann erst den hier. Hä? Wo ist denn dann? Ach so, der geht gar nicht sofort hin. Nee, der ist links gelaufen. Runter wieder. Vorne? Genau. Ich muss immer an Henno denken. Für ihre. Oh. Boah, scheiße. Ich will auch eins. Weiß nicht, ob du das auch bekommst dann? Wäre eigentlich voll cool. Nee, ich muss das ja gerade auch einzeln einsammeln. Also ich glaube nicht, dass ich das dann jetzt kriege. Das wäre natürlich Oberkacke, ey. Hikyo! So. Achso, man muss dann wahrscheinlich da rein, ne? Weil da müssten ja jetzt alle hier gewesen sein, ne? Ja. Ja, sieht so besser aus. Na, gut, sagen wir, okay. Ah, du bist hier wieder respawned. Ach, nice. Was, wo, was? Hier, du bist wieder da. Ach, das bin Hola. Ich. Also so ein Checkpoint gibt es dann. Ah, so. Okay. Cool. Ja, jetzt habe ich nur, kann ich, warte mal, ich guck mal eben, ob ich nochmal raus kann. Oh, Alter, der ist, oh. Boah, ich habe gerade kurz ein bisschen Panik. Ja, stimmt, ne? Ob du da die Rolle holen kannst. Was ist das jetzt? Egal. Ich renn mal eben dahin. Boah, hier wird jetzt mies, hier ist kein Schatten, ne? Oder ist das generell hier alles Schatten? Ich glaube, das, okay, dann könnte das einfacher sein, wenn das alles Schatten ist.
Okay, das ist immerhin etwas so. Also wenn ich dann irgendwo mittendrin wieder respawned werde und dann zumindest zurück kann. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich dachte nämlich erst so, vielleicht ist das dann nachher abgesperrt, sodass du nicht mehr zurück kannst. Das wäre ein bisschen mies. Okay, hier sind drei. Da hinten ist einer. Weiß nicht, ob der ganze Boden hier dann wieder sichtbar. Von hier oben sieht man aber auch schlecht, so ob der eine jetzt einen sehen kann oder nicht. Ist die Frage, ich meine, hier sind wir eigentlich, gerade auf dem Torbogen war ich ja nicht komplett im Schatten, ne? Also, da war es auch nachvollziehbar, dass er mich sieht. Scheiße. Boah, jetzt gehen die natürlich auseinander, ne? Weißt du, die ganze Zeit quatschen die da ein, dann, wie sehe ich den gerade nicht? Minus, ach, du kriegst auch noch Abzüge, ach. Oh Gott, das ist blöd. Ach, scheiße, jetzt wollte ich gerade runter. Okay, wenn du dich nicht bewegst. Okay, zu spät. Ah, fuck. Scheiße, wollte gerade runterspringen mit dem. Killen, ey. Ja, ich wollte dir helfen. Hä, bist du nicht gerade gestorben? Nee. Achso. Ich bin ja hab mich hochgeportet. Ich wollte gerade zurückgehen, weil ich dann gesehen habe, gehört hatte, dass du am Kämpfen warst und dann weiß ich wollte dir helfen und hab den getötet. Den. Ja. So viel zum Thema vorsichtiger spielen. Ja. Ja, es war mein Fehler wegen der Leiche. Ich dachte jetzt, die würden da noch länger quatschen, so, dass man. Aber anscheinend muss man am besten immer warten, bis die komplett aufgehört haben und dann laufen die rum und dann weiß man besser die Route. Aber hier ist jetzt nichts mehr, ne? Genau. Meine Rabe. Achso. Ah, da bist du wieder. Da bin ich. Ach, cool. Gott sei Dank. Das ist ja dann noch angenehm, wenn das relativ schnell. Was ist denn jetzt mit dem Vogel hier? Was heißt das jetzt? Habe ich jetzt irgendwie nicht richtig aufgepasst oder so? Wir müssen dem Vogel folgen, stand da gerade. Ja, aber warum? Das habe ich mich gefragt. Ja, weil der uns ja wahrscheinlich zu dem. Sollte der nicht irgendwie diese Magie in sich haben oder sowas? Ich weiß nicht. Irgendwie sowas? Egal, wir folgen dem jetzt einfach mal. Ich bin manchmal so gerade so ein bisschen hier so, immer am gucken, dass ich da manchmal nicht richtig hinhöre, was die aber sagt. Okay, ich muss mir jetzt eben aufladen. Du brauchst ja auch keinen Schatten-Dinge machen, weil hier ist Waldschatten. Okay, aber hier. Ah, okay. Ach so, ich hab gedacht, ich muss jetzt jedes Mal auf dem Boden so ein. Nee, das ist das, was ich meinte, so bei dem einen Typen, so musste ich halt nur einen Schatten nehmen, deswegen konnte ich da erst nicht hin. Jetzt muss man da irgendwie oben hin. Wo ist der denn jetzt? So. Oh, wieder runtergefallen. Hä, bist du durch die Luke durch, oder wie? Ja, ich bin schon hier oben. Ich bin gerade irgendwie wieder runtergefallen. Oh.
Okay, war der vielleicht doch vorher ein Mensch, so ein Aragami? Und hat deswegen so Flashbacks so aus seinem vorherigen Leben oder so? Ja, ich meine, ein Geist ist ja eigentlich immer, soll ja so wie ich das mal kenne, so eine Seele sein von einem Menschen, ne? Ja. So, also ein Toten. Deswegen. Ich höre mal gerade. Ich will mal gerade reden und dann auf einmal fangen die doch an. Ich wollte gerade sagen, du hast das ja jetzt auch gehört, ne? Ich wusste jetzt nicht, ob. Aber eigentlich habe ich ja bis jetzt immer alles zusammengetriggert gehabt, ne? Ja, eigentlich schon. Ja, was wolltest du denn sagen? Ne, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht mehr, was genau das andere nochmal war, aber dann wollte ich halt sagen, immer wenn ich gerade was sagen will, so. Fangen die auf einmal doch wieder an, weil die hören dann so auf so und dann auf einmal fangen die wieder an. Ja. Weil das ist auch, weil die kürzer sprechen als die Texte sind immer. Kriegen wir jetzt Fernwaffe? Was war das denn? Verlasse den Bereich? Ja, wenn ich C drücke, dann kommt so ein komisches Geräusch und dann steht links, verlasse den Bereich. Ach ja, und dann kommt... Hä? Ja, jetzt wird der pfeifen oder so. Ach so, bei mir ist das was anderes. Bei mir ist... Ach so, damit können wir uns gegenseitig. Ach so, ja, jetzt habe ich es auch ich habe jetzt auch eine Sekunde gebraucht, um zu schnallen. Ja, das heißt, ich kann dir damit ein Zeichen geben, dass du da dich verpieseln sollst, ja. Okay. Und nicht schlecht, ja. Okay, der steht da oben. Machen wir das Delphi. Okay, die stehen starr da, ne? Ja, das heißt, wir können nicht auf den Torbogen drauf wahrscheinlich, weil der wird uns sofort sehen. Der läuft. Die beiden oben auch. Ja, der geht jetzt wieder zurück. Kommt auch erstmal links rüber in den Schatten da. Oh, hier ist kein... Ach da, boah, die Fackeln, ey, die sind immer so... Man muss sich erst dran gewöhnen, dass man nicht da reingehen darf. Okay, ich versuche den einen, der hier unten hin und her läuft, da hinten zu erwischen. Ich glaube, der dürfte ja keiner sein, so. Ja, den müssen wir auch zuerst holen, weil wir müssen auf jeden Fall irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich an den rankommen soll. Ich weiß nicht, ob der mich da oben... Soll ich mal ausprobieren, ob der mich da oben sieht? Ne, hier ist komplett Schatten. Ah, okay, cool. Ja, ich wollte gerade mit dem Schatten da zu dem rüber, zu dem anderen, aber der... Ja, jetzt läuft der erstmal hier hin. Teleportiere mich gleich. Wenn du gleich den anderen gemacht hast, dann nehme ich den hier vorne und teleportiere mich zu dem hin. Ja, das ist gut. Müsste ja eigentlich gehen, ne? Ja, denke ich mal schon. Ja, man muss dann doch bei dem Spiel ein bisschen gucken, ne? Dadurch, dass die einen sofort killen, ey. Aber ich liebe es einfach, solche Spiele so mit Verstecken und dann Meucheln und dann halt auch so Schattenspiele, so, ne? Dass du dann dich hin und her teleportierst. Und dann so, um noch Sneaker irgendwo hinzukommen. Ja, aber du hast nie irgendwie Splinter Cell oder Metal Gear, ne? Ja, doch, Metal Gear habe ich. Splinter Cell auch mal, ja. Also Metal Gear, da hatte ich ja auch damals eine von den ersten auch so gespielt. War das schon so lange her auch. Deswegen kenne ich ja auch die typische Musik, wenn entdeckt wurdest oder. Ja, dann das halt Video bei Facebook, mit den beiden Einbrechern, ey. Oder Dieben, nicht Einbrecher, mit den beiden Dieben in dem einen Supermarkt, ey. So geil. Hattest du mir doch geschickt, oder? Ja, das hat sie. Ja, ich wollte gerade sagen, so. Ja, war schon. Die Musik ist sowieso mal geil, also der Sound ist sowieso mal geil, ne? Okay, ich weiß jetzt nicht, siehst du den anderen? Ich sehe den nicht. Ich weiß nicht, ob ich laufen kann. Der kommt hier hoch. Der hat dich gesehen, ja. Ja. Okay, warte, ich komm mal eben hinterher. Werde ich paranoid? Ja, klar. Bam! Ich hoffe mal jetzt nicht, dass ihr irgendwann da langläuft und die Leiche seht. Ich will keine Minuspunkte wieder bekommen. Wir kriegen vielleicht schon keinen S-Rang deswegen, ne? Ja, vermute ich mal. Weil ich glaube, einmal entdeckt werden, so reicht wahrscheinlich schon.
Oh, da ist eine Schriftrolle. Die finden wir gleich nicht vergessen, links. Ja, dann können wir auf jeden Fall eine Sache schon mal wieder mehr kaufen. Der ist da, da kommt der andere, der steht auch da. Kann man da drauf? Oh, ja. Ich glaube schon, aber ich bin irgendwie direkt wieder runtergefallen. Naja, wahrscheinlich musst du weiteren Abstand haben. Mhm. Ich mal so vermuten. Okay, ich hole mir den, der jetzt wegläuft. Naja, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Okay, dann gucke ich mal gleich, dass ich mir den anderen hole. Wenn er wieder zurückläuft. Oh, hoffentlich reicht das jetzt, ey. Ja. So, Schriftrolle. So, ich mal Fähigkeiten gucken. Dein treuer Rabe Corso. Erkundet das Level und zeigt dir die aktuellen... Oh, das ist aber gut. Das ist echt gut. Das ist gut, ja. Ach so, das haben wir aber schon. Okay, sehe ich gerade. Aber... Hey, müssen wir doch mitmachen. Was ist denn, wenn wir jetzt C drücken? Erreiche den nächsten Abschnitt. Ach so, wie man dorthin kommt, zeigt er uns wahrscheinlich nur an, ne? Wo wir lang müssen. Jetzt nicht wirklich so die Ziele. Ah, okay. Ist das Alarm, meine ich mit Ziel. Ich dachte, der zeigt dann einmal kurz, wo alle langlaufen oder sowas, so von oben oder so, weißt du? Ja, hatte ich auch erst gedacht. Aber ich bin sowieso jemand, der will immer alle töten direkt. Jetzt nicht nur so die halben. Nee, aber ja, das ist schon klar. Aber ich meine, dann hättest du ja trotzdem einmal so, wenn du so einen kurzen Überblick einmal kriegen würdest, sag ich mal, du guckst, da sind jetzt 6 Stück oder so, das wäre auch schon sehr hilfreich, ne? So, ja. 2 links, 2 rechts, 2 Mitte oder irgendwie sowas. Okay. Ich dachte, sowas, so wäre das jetzt gemeint. Puh, jetzt überlege ich gerade, was ich hier nehmen soll. Kurose markiert dein Ziel und behält seinen Standort jederzeit im Auge. Oh, zeige alle versteckten Schriftrollen um dich herum. Das finde ich sehr gut. Achso, du bist jetzt gerade bei Aragami-Fähigkeiten, ne? Ja, also ich glaube, darauf arbeite ich als erstes hin, weil das müssen wir ja nicht beide machen. Reicht ja, wenn einer von uns beiden weiß, wo die Schriftrollen sind. Okay, dann nehme ich mal das hier. Ziele auf eine feindliche Wache und markiere sie mit R. Der Standort markierter Feinde ist jederzeit sichtbar. Okay, das habe ich jetzt als nächstes auf jeden Fall freigeschaltet. Ich habe jetzt gerade so, ich gucke gerade bei offensive Technik, dass wenn jetzt zum Beispiel einer entdeckt, so, da kannst du so eine Welle aus Schatten werfen, um den Feind zu blenden. Oder eine Falle aufstellen, wo du direkt mehrere Gegner mit töten kannst. Oder einen Köder erschaffen. Töte nahe Feinde durch. Unsichtbarkeit. Hey, brauchst du noch länger? Sonst kannst du ja gleich. Ich überlege mir das einmal. Ja, ich wollte gerade sagen, sonst kannst du vielleicht ja gleich mal eben in der Aufnahmepause gucken oder so. Vielleicht ist ja hier das Level auch zu Ende oder so. Achso, wir müssen nach oben oder was? Oder? Ach, da. So, ich dachte, die redet jetzt wieder, deswegen wollte ich jetzt gerade nichts sagen, weil die hier jetzt hier rumschwirrt. Mhm. Sind wahrscheinlich da oben, ne? Ja. Ein bisschen Teleportspiele. Bist du da runtergegangen? Ja, ne? Ne, ich habe mich überall hingeportet zu den Plattformen. Ja, aber hier runter wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht, wo du... Ja. Sims und Schrift... Oh, Schriftrolle. Yeah! Lecker, lecker. Cool, ey, dann bräuchte ich ja sogar nur noch eine. Und dann können wir schon das freischalten mit den Schriftrollen suchen. Das ist ja super. Achso, hier muss ich warten, bis du hier bist. Okay. Oh. Oh, Schütze. Alter, Rang C, ey. Boah, das ist ja richtig bitter, ey. Ja. Ja, guck mal, ey, wir haben für erspähte Spiele entdeckte und Leiche gefunden. Ach, Leiche gefunden kriegen wir natürlich auch Minuspunkte, ne? Ach, ja, das ist das, was ich vorhin gesagt hatte, wo der meine Leiche gefunden hat.
hatte. Ach, Kacke. Ja. Ja, eine hat er ja auch von mir gefunden gehabt. Ja, sehe ich auch 300, weil 150 Ja. bekommst du. Eine war ja auch von mir, ne? Aber Entdeckte wir Spieler. haben wenigstens alle Sammelobjekte. Das ist gut. Ja, C ist eigentlich ziemlich bitter dafür, dass man alle Objekte gefunden hat und auch alle ausgeschaltet hat von den Feinden. Ja, aber guck mal, schon alleine nie entdeckt, ne? Haben wir natürlich jetzt auch keine 120 Punkte, ne? Beziehungsweise wäre es hier wahrscheinlich sogar noch mehr in dem Level gewesen. Ja. Abgelenkte Feinde. Ach, für abgelenkte Feinde bekommt man auch noch mal Pluspunkte oder wie? Keinen erneuten Start. Ja, das verstehe ich auch nicht. Keine erneuten Starts. Da steht jetzt 0. Ach Ja. so, weil wir, ach so, deswegen, wir haben keine Bonuspunkte bekommen dafür, dass wir, weil wir einmal gestorben sind. Ja. Komplette Komplette Tarnung Tarnung. 0. Aber unberührte Feinde? Ja, müsste ja Minuspunkte dann wahrscheinlich geben, ne? Würde ich mal so behaupten. Weiß nicht. Also würde ich jetzt mal so denken, dass wenn wir welche übrig lassen, dass wir dann Minuspunkte bekommen. Ach so, meinst du das? Unberührt, ne? Dass wir die nicht Genau. töten, ne? Aber abgelenkt? Wie sollen wir die denn ablenken? Es gibt zum Beispiel eine Fähigkeit, die hab ich gerade gesehen, die habe ich mir auch überlegt, Ach es so. zu holen, wo du halt so einen Schattendouble erstellen kannst, so wenn ich das richtig gesehen habe, dann wird der davon Ah, abgelenkt und dann okay. tötest du den von Ja hinten. gut, wenn du das durchgespielt hast, kannst du ja wahrscheinlich die Mission dann nochmal spielen und so, ne? Und dann hast du Ja, ja die wahrscheinlich auch einzeln. Fähigkeiten und dann kann man sich wahrscheinlich verbessern, ne? Ja. Ja. Okay. Ja gut, alles klar. Dann, was die Mission, siehst du, guck mal, die war jetzt auch viel länger, die Mission. Die war fast eine halbe Stunde. Und dann, ja, wenn ihr Bock habt da drauf, habt Bock, macht. Burger Krieg habt schon da wieder drauf. Sprachstörung. Aber ist noch gar nicht so spät, ne? Aber naja, gut. Also ich finde es auf jeden Fall bis jetzt ganz cool, ne? Ja, ich finde das Also, aber eigentlich es ist total ein gut. sehr Ja. ruhiges Spiel, ne? Also dafür, dass Ja. man kämpft und so, ist ein sehr ruhiges Spiel, aber mir gefällt das echt gut so. Ich habe ein bisschen mehr Story bis jetzt eigentlich Ja. erwartet, so, weil man kriegt jetzt nicht sehr viel. So ab und an mal sagt die halt sowas. Ja. Hat auch eine Story, aber ja, der Schwerpunkt liegt halt echt darauf, dass das so ja rundenbasiertes Spiel ist, so, ne? Also Ja. Ja gut, gucken wir mal in der nächsten Folge. Bis dann. ciao.